Ja, herzlich willkommen bei den 15. Murer Pfingstfestspielen. Wir zeigen heuer den Bürger als Edelmann, eine Ballettkomödie von Molière. Und diese spielt sich in der Neumannstraße ab. Auf die heurige Produktion bin ich natürlich schon sehr neugierig gewesen und auch gespannt, weil eben einfach die Neumannstraße wirklich eine historische Straße von Murau bespielt wird. Und da bin ich sehr stolz drauf. Seit gut 7 Jahren bin ich nun beim Theaterverein von Murau dabei. Ich habe eine sagenhafte Karriere hingelegt. Ich habe als Putzfrau in einer Nacht in Venedig angefangen, bin über den Koch bei Jedermann, über den Jäger, bei den Rosecca und so weiter. Und heuer darf ich den Philosoph geben, was natürlich eine sehr große Ehre ist. Nein, weder Prosa noch Verse. Eines von beiden muss es aber sein. Warum? Weil es keine andere Möglichkeit gibt, seine Gedanken auszudrücken als den Vers oder die Prosa. Es gibt nur Vers oder Prosa? Nein, mein Herr. Alles, was nicht Prosa ist, sind Verse. Und alles, was nicht Verse sind, ist Prosa. Und wenn wir zwei jetzt sprechen, was ist das? Das ist Prosa. Ich frage Sie, die Worte, die wir gerade sprechen, was ist das? Das sind sehr gescheite Worte. Ihr Benehmen ist es dagegen so ganz und gar nicht. Davon rede ich nicht. Sie sprechen von Dingen, die Sie vor Ihnen geheim halten möchten. Ich habe nicht erst seit heute einen Verdacht gegen meinen Mann geschöpft, Nicole. Ich müsste mich schon sehr täuschen, wenn er nicht irgendwo auswärts eine Liebschaft hätte. Und ich bin äußerst darum bemüht, dahinter zu kommen. Sehen Sie Ihre Frechheit nun ein? Ich bin ein Mann, der es liebt, seine Schulden so schnell wie möglich zu liquidieren. Habe ich es Ihnen nicht gesagt? Sehen wir einmal zu, was ich Ihnen schulde. Na also, Sie mit Ihrem lächerlichen Argwohn. Wir richten uns ganz nach Ihren Wünschen. Ich habe mir diesen Morgenmantel machen lassen. Er ist sehr schön. Mein Schneider sagt, die Leute von morgen gingen alle so. Er steht Ihnen ausgezeichnet. Lakai? Hey da, meine zwei Lakai. Was wünscht der gnädige Herr? Nichts. Ich wollte nur sehen, ob er mir gut gehorcht. Der Bürger als Edelmann, perfekt inszeniert von Wolfgang Atzenhofer. Worum geht's? Um den neureichen Monsieur Jourdain, der ein echter Edelmann werden will, und um arrangierte Ehen und Liebende, die sich ihren eigenen Plan aushecken. Noch bis Sonntag, den 27. Mai, zu sehen und zu erleben, die 15. Pfingstspiele, der Bürger als Edelmann.